Hallo, heute geht es um den Hyperdunk Glass Atomizer aus dem Hause EZ Hardware. Den habe ich dort bestellt für 13,99 € und wollte ich euch hier vorstellen. Das Gerät besteht aus vier Teilen. Das ist einmal der Tank an sich. Den kann man nicht auseinanderschrauben, ist aber auch nicht nötig. Man kann ihn sehr gut säubern. Jetzt gucken wir mal, dass die Kamera sich scharf stellt. Könnt ihr das auch lesen? Hypertank Glass Atomizer. Dann haben wir unten die Base. Hier wird dann die Coil, die vom Pro-Tank stammt, oder jedenfalls dieselbe ist, können wir dann einschrauben. Das zeige ich dann natürlich auch. Hier haben wir die Coil an sich. Und hier haben wir das Drip-Tip. Alles 5 Zehner. Ja, der Zusammenbau ist denkbar einfach. Man nimmt die Proton-Coil, die Base und schraubt diese an dem Geriffelten schön fest ein. Dann hat man schon das untere Teil. Dann nimmt man sich den Tank. Dieser fast 5 Milliliter ist also doch recht groß. Vergleichbar mit dem Typhoon GT vom Fassungsvermögen. Ich habe hier ein Rhabarber-Liquid rot eingefärbt und dann wollen wir doch mal befüllen. Einfach dazu reinlaufen lassen. Es passt sehr viel hinein, wie gesagt, 5 Milliliter. Das ist schon ein bisschen etwas. Befüllen. Bis kurz unter das mittlere Rohr, wodurch dann gezogen wird. So, ich hoffe, man kann es sehen. Ja, so kann man es durch das Rot schön sehen. Dann nehmen wir die Base und schrauben sie einfach mit dem Coil in das Rohr. Zuschrauben. Umdrehen. Damit ist die Befüllung schon erledigt. Drip-Tip aufsetzen. Und so sieht das Gerät dann im Ganzen aus. Ich habe das Gerät in Grau mir geholt. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Ich habe die iTest MVP2. Zeige ich hier mal kurz. Und wie ihr seht, ist die Farbe sehr ähnlich. Somit gefällt mir das vom Design her dann sehr gut. Kann ich auch nochmal aufschrauben. Und dann nochmal zeigen, wie das dann im Ganzen aussieht. Ihr seht es dann vielleicht auch, wenn ich dampfe. So sieht dann das Gerät bei mir aus. Finde ich an sich sehr stimmig. Das Gerät an sich hat keine Grate, ist gut verarbeitet. Die Farbe ist sehr schön, keine Kratzer. Ich habe den jetzt circa 3 Tage im Dauereinsatz und habe auch keine Probleme an dem Gerät feststellen können. Das Drip-Tip ist sehr angenehm. Es ist nicht zu klein vom Durchmesser. Wie man sieht, das Loch ist doch recht ordentlich. Geschmacklich ist er sehr gut. Kommt nicht an einen, sagen wir, Aerotank Mega oder an einen Typhoon GS oder einen GT. Aber ist schon sehr ordentlich und auch die Dampfentwicklung ist sehr gut. Die Coils, die mitgeliefert werden, haben wir hier ein Ersatzcoil drin, also es sind zwei Coils dabei, einer ist schon drin, einer ist, liegt noch bei. Die Coils sehen so aus. Ich wickel meine Coils immer selber. Ich mache gleich die Coils auf, hole alles raus, mache eine Mikrocoil rein und dann bin ich immer so bei 1,2 Ohm. Geliefert werden sie mit 2 Ohm. So wird das ganze Gerät geliefert in diesem schicken Karton. Und dabei befindet sich dann noch so eine Karte, ja, Gebrauchsanweisung, sehr simpel, aufschrauben, einfüllen, zuschrauben, auf den Akkuträger schrauben. Unten sind noch mal, werden nochmal die Teile gezeigt, die dabei sind. Und auf der Rückseite wird nochmal gezeigt, bei wie viel Ohm man mit wie viel Volt dampfen sollte.
Wie gesagt, hier geht es mit 1,7 los. Ich dampfe auf 1,2 und befeuere immer zwischen 8 und 10 Watt. Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Das Gerät ist, wie gesagt, bei mir im Dauereinsatz. Kostet 14 Euro, ist also, finde ich, für einen 5 Milliliter Verdampfer, der so einfach zu handhaben ist, keine Probleme, bietet wirklich einen super Preis. Da er mit den Pro-Tank-Köpfen läuft, ist es auch wirklich erschwinglich. Die sind nicht so teuer und die haben auch viele schon zu Hause, weil viele ja einen Pro-Tank haben. Ich kann kurz sagen, ich habe hier zum Beispiel noch den von Kanga, den Aerotank Mega. Auch den werde ich nochmal vorstellen. Jetzt hier im Metall-Case statt mit Glas. Ja, zum Gerät an sich, wie gesagt, Dampf sehr gut, Geschmack gut, Verarbeitung keinerlei Probleme, nichts Scharfkantiges, alles top verarbeitet, keine Kratzer oder Ungrate in den Gewinden. Die Triptips passen ordentlich, sitzen fest, aber sitzen gut. Ich habe auch noch ein paar andere hier. Auch die passen. Also ich hatte bis jetzt keinen Triptip, was ich hier nicht drauf bekommen habe. Und somit bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Gut, wir sehen uns dann nochmal in der Ansicht zum Dampfen, dass ihr auch seht, wie es dampft. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, euch beim nächsten Video zu sehen.